Herzlich willkommen bei FanTV. Mein Name ist René. Wir sind trendig, steil ist und modern. Und ich freue mich auf euch bei jeder Berichterstattung. Bis dann. Ciao, ciao. Jetzt die Berichterstattung Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Herzlich willkommen bei der Berichterstattung Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Ja, ich könnte jetzt ausholen und jeder einzelne Kopf waschen, bringt aber nichts. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn ich jeder einzelne auspicke. Es war gestern zu Hause gegen Eintracht Frankfurt einfach eine desolate Leistung. Kein Teamgeist, kein Spirit, keine Schulter, keine Körperspannung, nichts. Es war auf dem Platz einfach, auch von Frankfurt war es keine gute Leistung, überhaupt nicht. Aber Frankfurt hat das bisschen Glück gehabt, dass sie an die Punkte, wo sie Tore schießen können, haben sie Tore geschossen. Und man kann schlechte Spiele haben, die Köpfe können nicht frei sein, ist alles völlig menschlich. Und deswegen mache ich auch meinen Bericht über dieses Spiel gegen Frankfurt kurz und knackig. Es war eine schlechte Leistung. Wir haben verdient verloren. Frankfurt hat genau das gemacht, was sie machen müssten. Mit wenig Aufwand, mit viel Ertrag. Haben uns zu Hause geschlagen und haben die Abstand, die wir verkürzen wollten, haben sie verlängert. Jetzt sind es 7 Punkte. 7 Matches noch zu gehen, wird schwierig. Aber man sollte die Hoffnung aufgeben. Wir haben schon viele Wunder bewirken können. Mein Leben ist Borussia Dortmund, wird auch immer so bleiben, in guten und in schlechten Tagen. Jetzt konzentrieren wir uns auf das nächste Spiel. Das wird noch mörderisch schwer, das wird noch so gefährlich. Gegen Man City, momentan die Übermacht in ganz Europa, spielen alle Gegner an der Wand. Aber wie gesagt, gegen Sevilla haben wir auch nicht gedacht, dass wir da als Gewinner vom Platz gehen. Wer weiß, alles ist möglich, nichts ist unmöglich. Also, meine Leute, passt auf euch auf, genießt diese Ostertage, genießt die Sonne, passt auf euch auf, bleibt gesund. Wenn das dann wieder heißt, herzlich willkommen bei FanTV, dann sind wir in der Champions League Vorberichterstattung Manchester City gegen Borussia Dortmund. Danke fürs Zuschauen. Wir von FanTV wünschen euch alle frohe Ostern, bleibt gesund, bis dann, euer René. Ciao, ciao.